Um die Frage zu beantworten, worum es überhaupt geht, müssen wir erstmal die Frage beantworten, wer ist Kingdom? Kingdom findet man auf jeder Map, überall sind deren Initialien, nur wer oder was ist Kingdom? Kingdom scheint die mächtigste Macht zu sein. Sie haben riesige Wolkenkratzer, sie haben einen eigenen Bahnhof, sie haben überall Werbung, überall sind ihre Initialien, sie haben ihre eigenen Getränke, sie haben ihren eigenen Kaffee, sie haben ihre eigene Cola, sie sind einfach überall und auf jeder Map vertreten. Ihre unglaubliche Macht haben sie daher, dass sie das sogenannte Radianit kontrollieren können. Eine unglaublich wertvolle Ressource. Doch was ist Radianit? Alles fing an mit einem sogenannten Event namens First Light. Irgendwas ist passiert und plötzlich haben irgendwelche Menschen auf der Welt Fähigkeiten bekommen und wurden zu sogenannten Radiants. Sie haben plötzlich Fähigkeiten und infolgedessen wurde das sogenannte Valorant-Protokoll ausgerufen. Dieses Valorant-Protokoll stellt ein Team zusammen aus verschiedenen Personen, aus Agenten, aus verschiedenen Menschen über der ganzen Welt verteilt, die teilweise eine gemeinsame Vergangenheit haben, aber auch teilweise nichts miteinander zu tun haben. Und diese schließen sich zusammen zu einem Team namens Valorant. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns mal an, worum es überhaupt in Valorant geht und warum wir das machen, was wir überhaupt machen in Valorant. Doch was ist denn überhaupt dieses Radianit? Auf Bind kann man einen Prozess sehen, wie Kingdom es geschafft hat, diese Kraftstoffquelle zu kontrollieren. Erst war es eine Kraftstoffquelle irgendwie aus dem Boden, dann wurde darum ein Turm gebaut und dann wurde es geschafft, diese irgendwie in Kästen zu speichern. Und diese Kästen scheinen irgendwie eine Art Kraftstoffquelle zu sein, weil von diesen Kästen geht immer irgendwie ein Stromkabel weg. Auf Bind kann man auch in so einem Labor sehen, wie diese Quelle gespeichert wird. Und diese Quelle oder diese Kraft oder dieses Material sieht sehr, sehr ähnlich aus wie diese Energiekugeln, die die Agenten aufsammeln können, um ihre Ulti zu laden. Das macht auch Sinn, weil die Agenten ja seit dem First Light, wo irgendwas passiert ist mit diesem Radianit, ihre Fähigkeiten bekommen haben und wenn sie mehr von diesem Radianit aufnehmen, sich dadurch halt auch ihre Ulti auflädt, beziehungsweise sie ihre Ulti bekommen. Sie laden halt entweder sich selbst auf oder irgendwie ihr Equipment, was sie dabei haben, was irgendwie durch Radianit betrieben wird. Weil man muss irgendwie einen Unterschied machen. Es gibt einmal die, die halt irgendwie Equipment haben, zum Beispiel Viper, Breach oder Cypher. Und dann gibt es halt noch die Agenten, die irgendwie Fähigkeiten haben, sowas wie Phoenix, Jet und Omen, die halt durch das Radianit irgendwelche fast magischen Fähigkeiten haben und irgendwas machen können. Interessant ist, dass auf jedem Spot diese Radianitkästen zu finden sind, außer auf dem A-Spot auf Split. Meine Vermutung ist, dass dort trotzdem ein Spot ist, wegen dem Bahnhof, der da von Kingdom ist. Eine Explosion dort könnte daher die Infrastruktur von Kingdom, die halt überall sind und überall ihre Mächte drin haben, schwächen. Alles wird halt durch dieses Radianit betrieben und bepowert und wenn man dort halt diese Powerquelle wegnehmen würde, wird man dadurch halt viel Macht auch Kingdom nehmen, weil die einzige Macht, die Kingdom hat, ist nun mal dieses Radianit, weil sie es kontrollieren können. Aber warum möchte man dieses Radianit denn überhaupt wegnehmen? Warum möchte man diese Macht wegnehmen? Weil eigentlich hat ja dieses Radianit gute Fähigkeiten. Die Menschen bekommen Mächte, sie können irgendwas machen. Es ist eine Kraftstoffquelle, es ist Energie, die sie irgendwie verwenden können. Eventuell, vermutlich wird auch der Bahnhof damit betrieben. Nur offensichtlich kann halt diese Energie auch für schlechte oder böse Absichten verwendet werden. Wie man halt auch sieht, die Agenten können es für Waffen verwenden. Und Waffen können halt nicht nur von guten Menschen, sondern halt auch von, naja, Menschen mit anderen Ansichten verwendet werden. Und deshalb dementsprechend eine potenzielle Gefahr darstellen. Ein weiterer Grund ist, dass dieses Radianit eventuell ein bisschen instabil ist. Was man auf Haven sehen kann, wenn man dort mal an den Defender Spawn geht, da sieht man halt diesen Radianitwürfel in diesen Feldstrukturen und die ganze Map dahinter ist komplett kaputt, sie ist irgendwie total zerstört, was sehr, sehr widersprüchlich ist, weil wenn man auf die andere Seite der Map guckt, zum T-Spawn, ist es eine wunderschöne Map, wunderschöne Landschaft mit Bäumen und überall ist es grün, wie es halt vorher vermutlich auch aussah, wenn dieser Radianitwürfel da nicht gewesen ist. Meine Vermutung ist, dass dieser Radianitwürfel irgendwie ausgelaufen ist und dort halt extrem viel Landschaft zerstört hat. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was dieser Radianitwürfel da überhaupt macht, was Kingdom da macht, warum ist das alles da und warum musste das passieren?
Warum ist da überhaupt Kingdom einmarschiert in diese schönen Tempel und hat sich da barrikadiert, hat da irgendwie die Gebäude verstärkt? Warum sind die überhaupt da? Die Vermutung ist, dass dort einfach viele Radianitquellen sind, um diese zu kontrollieren und noch mehr Macht zu bekommen, beziehungsweise noch mehr Energie. Kingdom ist halt ein eiskaltes Unternehmen und juckt eigentlich nur die Wirtschaftlichkeit und nicht die Menschen dahinter. Kingdom macht sich nicht wirklich viele Freunde, wie man auch auf der Map Split sehen kann. Dort sind oft viele Schilder, wo drauf steht, dass die Menschen ihre Häuser zurückhaben wollen, was halt darauf hinweist, dass Kingdom sich immer mehr ausbreitet, immer mehr den typischen Style, wie zum Beispiel auf Split, kaputt macht. Split spielt in Japan und es wird halt immer mehr modernisiert und die bekannten Häuser den Menschen einfach weggenommen. Man sieht halt sehr gut auf Split einmal so dieses moderne Viertel, wo Kingdom ihre Macht demonstriert mit riesigen Wolkenkratzern, mit alles technologisiert und dann auf der anderen Seite den traditionellen Baustil mit den alten Häusern, so wie man es halt kennt, und die ganze Map wird halt durch diesen riesigen Kingdom-Wolkenkratzer geteilt und so kommt die Map halt auch zu ihrem Namen Split, weil es einmal diese, im Prinzip dieses Arm und Reich sehr gut widerspiegelt. Auch auf Bind kann man sehr gut sehen, wie Kingdom einfach alles zerstört, um da ihre Industrialisierung fortzutreiben, um dort ihre Gebäude zu bauen. Dort werden einfach Gebäude zerstört und eingerissen. Ein weiteres Beispiel für die Rebellion und die Unzufriedenheit der Menschen sind diese vielen Poster, die man auf Bind sieht, mit Kingdom of Lies, die überall verteilt sind. Und das spiegelt halt einfach die Unzufriedenheit der Menschen wieder und versucht irgendwie den Widerstand zu demonstrieren, den es einfach nur mal gegen Kingdom gibt. Auf Haven zum Beispiel findet man Monitore mit dem Zustand der Radianitkästen. In meinen Augen sehen die nicht gut aus, weshalb vermutlich die Agenten diese Spots auch angreifen bzw. das Radianit dort neutralisieren wollen. Auf den Maps findet man dort Ausrufezeichen, die die Spots markieren, wo das Radianit gelagert wird. Und deshalb greifen die vermutlich dort an den Stellen an und deshalb sind dort die Spots. Aber was genau wollen sie da an diesen Spots überhaupt machen? Um das zu beantworten, müssen wir uns nochmal genauer anschauen, was Radianit eigentlich ist und da eventuell die ein oder andere vage Theorie in den Raum stellen. Wenn wir uns Radianit mal genauer anschauen, es sieht so ähnlich aus wie ein schwarzes Loch. Und in diesem schwarzen Loch ist nochmal so ein weißer Punkt, eine weiße Energie. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das eventuell Licht sein könnte, dann kommt man halt darauf, dass Radianit eine sehr, sehr hohe Energiequelle ist. Und das macht halt dementsprechend Sinn, wenn man mit diesem Spike auf diese Spots geht und der Spike detoniert, kommt ja keine richtige Explosion, sondern so ein riesiger schwarzer Schleier, der sozusagen das ganze Licht aufsaugt, was so in diesem Radius war und sich dann wieder zusammenzieht und eventuell dadurch die Radianitkisten neutralisiert. Leider sind die Kisten nach Rundenende unverändert, das kann aber auch einfach vielleicht daran liegen, dass es nicht bedacht ist, dass man eigentlich wieder auf den Spot zurückkehrt nach der Explosion, sondern den Spot eigentlich nicht mehr sieht. Es ist aber noch nicht ganz geklärt, warum denn die Trainingsmap, die Venice widerspiegeln soll, nur halt im zerstörten Zustand so zerstört ist. In den ersten Videos und auf der offiziellen Webseite von Valorant sieht man ja die Map noch im normalen Zustand. Also was genau ist mit dieser Map passiert, dass die jetzt so zerstört aussieht? In einer Voiceline von Jett sagt sie sowas wie "I wish the people would stop blaming me for what happened in Venice." Also dass die Leute aufhören, sie dafür zu verurteilen oder sie dafür verantwortlich zu machen, was in Venice damals passiert ist. Also mit der Map, die jetzt so zerstört ist. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir es wohl leider noch ein bisschen gedulden, weil die Entwickler von Valorant haben schon angekündigt, dass die Story sich entwickelt. Sie geben die Story nicht vor, die Story wird sich über die Zeit entwickeln. Durch Leaks zum Beispiel wissen wir, dass noch andere Charaktere kommen werden, sowohl gute als auch eventuell böse oder sowas wie Anti-Helden. Auf der Trainingsmap findet man, dadurch, dass man sich aus der Map rausglitscht, ein Flugzeug. Auf diesem Flugzeug steht Atlas drauf und man findet durch einen geleakten Charakter einen Agenten namens Sabine. Und auf ihr steht Atlas drauf, was darauf hindeutet, dass dieses Flugzeug ihr gehört. Und ich gehe mal davon aus, sobald sie rauskommt, werden noch weitere Details zur Story preisgegeben und man findet heraus, was genau mit Venice passiert ist. Denn offensichtlich ist ja, dass sie auf dieser Trainingsmap üben, um die verschiedenen Spots anzugreifen, denn man sieht dort diese
Radianitkisten und sie üben halt diese anzugreifen und dort ihren Spike zu planten. Meine Theorie ist, dass sie durch dieses Flugzeug die ganzen Agenten an die ganzen verschiedenen Standorte fliegen können, auf den ganzen verschiedenen Maps. Von daher müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden, was da auf uns zukommt, was in Zukunft noch mit den Maps und den Charakteren passieren wird. Interessant ist auf jeden Fall, dass die ganzen Charaktere eine Hintergrundstory haben. Sie kommen alle aus verschiedenen Regionen, haben alle eine eigene Story noch, die miteinander auch teilweise zusammenhängen. Zum Beispiel hat Sage eine Hintergrundstory mit Sabine. Darauf weisen ein paar Voice Lines hin. Und von daher schauen wir mal, was uns in Zukunft noch erwarten wird. Denn die wichtigste Frage bleibt leider noch unbeantwortet. Eine Sache, die sich über alle Maps verteilt und immer wieder überall in verschiedensten Formen auftaucht. Und das ist, was diese ganzen Teddys mit der verdammten Geschichte zu tun haben.